herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Karriere von den APK Gaming Bros. Wieder mit mir, dem Alex. Ja, und wir spielen jetzt hier im nächsten Spiel gegen Hertha BSC. Oh yeah. Und warum ich meine Stimme teilweise so verstelle, weiß ich auch nicht. Im letzten Spiel habe ich, in der letzten Folge habe ich ziemlich hart über Dschungelcamp, Big Brother und den ganzen Shit geredet. Habe ich jetzt keinen Bock drauf. Und ja, habe ein bisschen, ich glaube, nur 1-1 gespielt oder sowas. Oh ja, der mit seinem scheiß Gehalt, Verkaufen Sie mich, Mama? Nein. Verkaufen Sie mich, Mama? Nein. So, nein, die bleiben schön da. Es gibt eine nächste Saison, wenn, die gibt's ja noch, auch wenn ich die gerne irgendwie auf den nächsten Konsolen spielen würde, die ich ja dann wahrscheinlich habe, bis wir die Saison hier abgeschlossen haben, ist nur leider problematisch, weil dann müsste ich wieder von neu anfangen. Und da habe ich auch keinen Bock drauf. Und ich denke mal nicht, dass man irgendwie den Spielstand mit übertragen kann. Also falls das so sein sollte, dann schreibt es mir, aber ich denke es mal eher nicht. Das werde ich dann auch, denke ich mal, relativ spontan entscheiden, ob ich da dann auf die Next-Gen-Konsole eine neue Karriere anfange oder hier, die dann, wenn die Saison vorbei ist, natürlich erst weiterspiele. Wie gesagt, hat eh noch ein bisschen Zeit, bis ich dann endlich mal die Xbox One habe, die ich mir als erstes kaufe, weil die hat ja auch schon Kevin. Dass ich mit Kevin zusammen ein bisschen Koop, sie ein bisschen Bullshit produzieren kann, ja. So. Und ich denke, dieses Spiel werde ich mich mal wieder ein bisschen mehr aufs Spielen auch konzentrieren, denn ich hätte nicht so ungern Bock, jetzt nochmal einen Unentschieden zu kassieren, das muss nicht sein. Ich würde gerne mal wieder ein bisschen vorführen. Und ja, da will mir das schöne FIFA-Spiel schon wieder so einen vergackten Regen vor die Fresse halten, ist klar. Fuck you, bitch. Play, Nigga. Play. So. Aufhören, Mama. Ja, ich werde immer behinderter. Ich nehme jetzt schon, das ist jetzt übrigens die dritte Folge in Folge, die ich aufnehme. Immer noch hier am 22.01. am Aufnehmen. Wir haben inzwischen mittlerweile 15 Uhr. Um 16 Uhr kommt der liebe, gute Kevin, um GTA Singleplayer aufzunehmen. Und ich habe hier jetzt noch die eine Folge und dann noch eine Folge. Und dann habe ich wahrscheinlich nur so 20 Minuten Chillzeit, aber das passt schon. Solange man Bock hat, und das habe ich im Moment, weil ich einfach bei Karriere ja richtig gechillt, einfach nur labere, richtig gechillt. Und natürlich immer mit ein bisschen Themen, hoffe ich, die euch interessieren. Und sonst mache ich ja bei Karriere nichts großartig jetzt. Ich meine, ja, das Spiel tuckelt so vor sich hin und ich, gewinne meistens. Letztes Spiel unentschieden, deswegen will ich jetzt mal wieder ein bisschen was reißen. Euch auch, was die Seite betrifft, mal wieder ein bisschen Entertainment bieten. Und nicht nur einfach hier, Notenkopf. Und nicht nur hier euch Informationen oder meine Meinung oder irgendwelche Sachen, über irgendwelche Sachen reden, sondern auch mal ein bisschen spielerisch wieder was zeigen. Und das war natürlich, so zeigt man, wie man spielerisch macht. Das war einfach richtig Premium von mir gerade gespielt. So, wohin machen wir denn mal? Machen wir mal zu dem da hoch. Ja, Junge, geh doch hin. Wie einfach keiner normal läuft, Mann. Was soll das, ihr Nugats? Ihr müsst laufen, wie die Crack-Bitches. Ey, das war gerade irgendeine rangereimte Scheiße. Ich weiß, ich kann nicht rappen, aber manchmal verfalle ich da so hin irgendwie, wenn ich rede und, behindert bin. Von daher, boah, Junge. Ich spiel mal hoch hier. Lauf, boah, Alter, kommt da noch mit seinem scheiß Dreckskopf da in den Weg rein. Hier, das kann nicht wahr sein. Mein, oh Mann. Junge, da trudelt der an Ribéry vorbei. Er hätte nicht einfach nehmen können und nochmal schießen können oder angedreht schießen können oder so ein Scheiß. Ne, Robben war es, aber egal. Dante. Ja, komm jetzt, ohne Scheiß, wie viele Chancen hier schon wieder. Junge, gebt euch doch einfach. Hier so schöne Passerei, Junge, Junge. Ja, komm. Hallo, geh hin. So. Oh, schade, schade. Er kam zumindest mal aufs Tor, also war nicht so scheiße. Ja, er merkt, ich konzentriere mich gerade ein bisschen mehr auf mein Spiel und labere deswegen zwischendurch mal ein bisschen weniger. Ich hoffe, das ist auch in Ordnung für euch. Könnt mir in die Kommentare schreiben, wie ihr es denn gerne immer hättet. So.
Lauf, Bitch, lauf. Mann, ist ja langsam, ohne Scheiß. Das ist Hertha BSC und ich bin Bayern. Bayern München. Oh, come on, bitch, do it shit. You got in the club, yeah. So, wohin? Junge, nein, das war total sinnlos mit Ribéry. Ich habe mich einfach zu dem hingedreht wieder, aha. Das hat alles sehr viel Sinn gemacht gerade. Also in meiner kleinen Logikwelt. Hat das Sinn gemacht vielleicht? So, lauf. Drehung. Oh, Nuggets. Yeah, yeah, yeah. I've got a nougat, nougat, yeah, yeah, I've got a nougat, nougat, yeah, yeah, I've got a nougat, nougat, yeah, 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 yeah. Junge. Fuck you, bitch. Come on. Lauf, du... Alter, ohne Scheiß, lauf doch, du Stück Code, ey. Ja, ich schieb mal davor, okay. Ich glaube, das hört man ganz gut. Jupp, Nougat. Nein. Nein, Dante, warum verlierst du ein fucking... Oh, ich bin voll übersteuert. Ich bin voll nah am Mikrofon gerade reingegangen. Das ist schon teilweise voll Automatismus, wenn man irgendwie... Ah, erstmal wieder richtig hinsetzen. Manchmal sitze ich hier auch echt wie so ein Krüppel. Und wenn ich so wie ein Krüppel hier sitze, bin ich irgendwann ein Krüppel wahrscheinlich. So, hier. Hoch und dann, Lauf doch mal, Rip, Rip, Ripperi, Frittenberry. Ja, fuck you. Ja, komm hier. Alter, genau, was ist das für eine Art und Weise jetzt so, abseits, doch nicht, okay, cool. Oh, lauf doch einfach weiter, Schweini, du Schwein. So. Dante! Nein, Dante, was hast du für ein Timing, ey? Das ist richtig scheiße gerade gewesen, anders kann man es nicht ausdrücken. Es war wieder so ein richtiger Premium-Pass von mir. Es hatte vor allen Dingen alles so viel Sinn gerade. Und das hatte auch extrem viel Sinn. Und das auch, muss man sagen, auf jeden Fall, Leute. Das war so überlegt. Ja, komm, jetzt lauf. Ja, Ribéry kann man nicht bremsen. Nur mit einer Grätsche ist er zu bremsen. Schade. Angedrehter Schussversuch, Alter. Immer noch 0-0 in der 31. Und ich konzentriere mich gerade schon aufs Spiel, ey. Das ist auch nicht gut. Nicht gut. Ja, genau. Ich lasse den einfach mal da stehen. Da habe ich gerade selbst gedrückt, aber warum ich es gedrückt habe, I don't really know. Warum verstehe ich eigentlich aktuell gerade meine Tonlage so hart? Ich sollte das lassen. Ja, weil ich, wie gesagt, heute noch GTA Singleplayer mit Kevin aufnehme und noch GTA Online. Und wenn ich jetzt hier noch so weiter so Faxen mache, dann habe ich später keine Stimme mehr und das wäre nicht so geil. Wenn ich so Stimmfaxen mache, die gehen immer extrem hart auf meine Stimmbänder. Wenn ich normal rede für euch, dann oder auch viel rede, ist das nicht das Problem. Ich habe hier mein Wässerchen neben dran, da ist das überhaupt gar kein Problem. Aber wenn ich anfange, mit meinen Stimmbändern hoch und runter zu gehen, da, das ist nicht gut. Ja, ich muss gerade mal einen Schluck trinken, chill doch mal. Scheiß CPU. Hat nicht mal Respekt dafür, dass man auch mal was trinken muss. Nur weil die CPU nie was trinken muss. Ich bin ein Mensch, ich muss auch mal was trinken zwischendurch. So. Lauf doch einfach, Ribéry. Ja, fuck you. Da konnte ich mich nicht mehr durchschummeln. Kopfball, genau. Kopfball meine ich natürlich. Nein, oh. Leute, was ist das für ein Pass? Ja, genau. Was für ein Hurensohn, CPU-Lutscher. Ich bin kraftlos, Mama. Alter. Lauf doch ein. Ohne Scheiß können die mal laufen, die Stück Code, die Bettnässe, ey. Ohne Scheiß. Ja, danke. Ist gut. Alter, fuck you. Warum darf der einfach durchlaufen?
Ja, ich habe den weggekretscht, aber es interessiert mich nicht. Ja, genau. 2 Stunden später kommt er mir hier an. 2 fucking Stunden später. Vorteil. Ist klar. Ja, logisch. Hey. Kopfball. No. Ich kassiere jetzt hier kein Gammeltor. Fickt euch. Der hat mich voll abgetrieben. Ich will dieses Wort Hurensohn nicht so inflationär benutzen, aber naja. Zur Halbzeit leider nur 0-0, obwohl ich mich aufs Spiel konzentriert habe. Das ist vielleicht auch kein gutes Omen. Vielleicht müsste ich mir jetzt mal noch schnell ein Thema schneiden fallen lassen für euch, liebe Kinders. Kinders. Nein, gucken wir schon mal ein paar ältere gerade das Video. Oh Mann, was für ein Wort. Und das war eine gute Chance von Robben. Kann man nichts sagen. Ja, was für eine Parade, ist klar. Naja. Gut, die Chancen sind richtig. Alter, ohne Scheiß, 8-2 Chancen für mich. Dann einfach mal 0-0. Und es steht immer noch 0-0. Das ist meine Meinung dazu. Qualitätsoffensive, ja. Ich weiß, es ist geklaut, aber egal. Das Wort wurde nicht von denen erfunden, okay? Von den geilen Schnittchen der. Geilen Schnitt. Von den geilsten Schnittchen der Welt, ey. So rum. Ich habe ja nichts gegen die, ich finde die ja hammergeil. Die Nougats namens Pete's Meat. So. Komm jetzt, du Kraft, du Lutscher. Gib mir einfach den Ball und ich schau dir ein Tor rein. Wie deine Mutter, die haut dir auch Bälle rein. Ja, normalerweise bringe ich solche Lappen Battle Rap Scheiße nur in GTA. Und jetzt zeigt jemand, dass mein Ethernet-Kabel nicht angeschlossen ist, obwohl es angeschlossen ist. You fuck you, Nougat. Jetzt kommt er bei mir auch mit so Problemen hier an, oder was? Mit so Pierre-Problemen, oder was? Aber naja, solange später, also später heute Abend bei GTA Online nicht ist, ist es eigentlich mir relativ egal. Ja, fick dich, abseits, Ich mach grad wie so ein Mongo rum, ich mach grad ein Let's Play wie Kevin, Erstmal, ja, fick dich, kein Internetkabel angeschlossen, deine Mutter ist schon angeschlossen. Deine Batterien sind nämlich ausgelaufen. Nein. Fuck you. So. Ja, lauf doch mal, ey, Nougat. Na, Tony Nougat. So. Danke fürs ins Ausspielen. Ich danke Ihnen sehr. Na, komm jetzt. Boah, Alter. Alter, faul? Ja, genau, Schiri, fick deine Hurenmutter, Mann. Kein Faul, der reißt mir voll die Beine, die Füße weg. Ist scheißegal, oder was? Ja, genau, ey, ist klar, ey. Logisch. Ja, das bringt alles nichts. Sich dadurch 3 versuchen durchzutanken, nur weil man Ribéry hat, das ist, ja, auch nicht immer so zielführend. Oh Mann, ey, da habe ich mich jetzt gerade wirklich mal konzentriert und wirklich hier 5 Sekunden nichts gesagt oder sogar ein bisschen länger, nur um da einen perfekten Abschluss zu suchen, aber Mann, oh, warum funktioniert das denn nicht? Oh ja, ich weiß, ich wurde vom PSN Network abgemeldet, solange das jetzt nicht passiert, während ich irgendwas online zocke, ist mir das eigentlich relativ scheißegal. Oh, fuck you, bitch. Nein! Nein, Junge. Was geht hier ab? Denkt ihr hier, der könnte mich verarschen oder was? Junge, mach doch nicht. Was macht der für eine Scheiße? Der sollte einfach nur runterpassen. Dann wäre doch alles in Ordnung gewesen. Der wäre schön angekommen und gut ist. Alter, ernsthaft. Ernsthaft, jetzt lass ich mich hier von den Nougat-Stecher namens CPU noch auf die Eier gehen oder was? Lauf. Und wer ist es abseits? Oh ne, er kriegt ganz einfach den Ball nicht, klar. Weil er mit dem Penis in der Zwischenzeit eingeschrumpft ist. Nein! Komm jetzt. Junge, ernsthaft? 0-0? Really? Really? No, I don't think so.
Come on, do it. Oh nö. Ist ja Abfuck, ey. Ohne Scheiß, ich mach Schüsse und diese scheiß Kraft hält vieles. Das geht mir voll auf den Sack. Kann ja nicht mehr irgendwie, ja, ausgewechselt werden aus dem Team oder so. Ja, schön, dass die direkt Abseits erzielt haben. Die sind auch scheiße. So, erzielt, nee, Abseits kassiert haben. Einfach im Abseits stand. So rum heißt es richtig. So. Immer dieses X weiterdrücken und X direkt ausführen, ne? Klar, ich schieße und im Moment, weißt du, der Schiri pfeift aber auch gar nichts für mich. Für die, wenn ich die nur ein bisschen anramme, hier so eine Scheiße, gibt's direkt was oder so. Guck, da gibt's direkt, ah, scheiße, jetzt gibt's noch nicht mal was direkt. So, fick dich, Bitch, ich hab Ball. So. Mann, aber die Scheiß-Schiri können wirklich mal was für mich pfeifen. Es geht mir total auf den Sack, dass er nichts für mich pfeift. So, Seitenwechsel. Bitte ist da jemand. Ja, so in etwa. Ja. Ah, oh, fick dich, du. Mann, er steht echt. Ich hätte ihn noch natzen können, weißt du, das ärgert mich ja noch. Ich direkt so, ah, ich hab einen Ball, hab Ball, Ball, ich muss direkt schießen. Anstatt dass ich einfach nochmal kurz gechillt warte und dann passt es auch. Oh, genau. Hallo. Sehr gut, mein Torwart, sehr gut. Oh nee, ohne Scheiß, jetzt haben wir schon die 85. Und ich, es ist immer noch 0-0. Ist doch so ein tierischer Abfuck. Ich muss jetzt mal hochschalten, auch wenn ich jetzt wahrscheinlich kassieren werde eher. Das ist irgendwie realistischer. Lauf. Lauf einfach nur. Weißt du, wie der andere dann schneller ist als der? Och, genau, ey. Wie lange war Zukic brauchen, um sich einfach verfickt nochmal zu drehen, ey? Kann doch nicht wahr sein. Ja, genau, geh mir schon einen Sack hier. Zack, weg damit. Ja, lauf. So. Alter, fick dich. Ja, mach doch endlich. Oh, ich mach so einen behinderten Trick und nehme den so behindert an, dass ich einfach mal passe, Mann, ey. Scheiß FIFA. Ja, sorry, es war ein Versuch von Double Time reden, aber naja. Dann versteht man bei mir nichts mehr. Lauf. Am besten noch ein Eigentor durch so eine Scheiße, weißt du? Und leider war es das von der Folge. Ich habe mich bemüht, auch mich aufs Spiel zu konzentrieren, aber es funktioniert ja anscheinend nicht. Deswegen werde ich mir für die nächste Folge ganz einfach wie gewohnt, auch noch gegen Hertha BSC, Leute. Deswegen werde ich mir für die nächste Folge ganz einfach wie gewohnt wieder irgendwas Schönes zum Labern drüber aussuchen. Einfach behindert labern, vielleicht tue ich ja während dem Labern es besser hinkriegen. Naja. Würde ich einfach mal sagen, sorry für die Folge. Nein, so schlimm ist es auch nicht. Hoffe ich jedenfalls und haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.